Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Runde des heutigen Local Streams. Diese Runde mit dem erstklassigen Lukas. Und dem erstklassigen Christian. Genau. Und wir sind hier in der Casual-Gruppe. Das heißt, wir haben eine spezielle Bandlist dafür. Zusätzlich. Genau, die ihr auf der Trader-Online-Seite nachlesen könnt. Die lautet trader-online.de. Da gibt es nämlich für einen Zehner auch ein Ticket. Ja, für die Locals hier. Und dann könnt ihr auch hier im Stream mitmachen. Jeden Dienstag um 19 Uhr und jeden Samstag um 12 Uhr. Ja, und jetzt geht's mal los, ne? Ja. Hochentscheidet. 5, okay. Was machen wir jetzt? Normal. 1 und eine 6. Okay, das ist entschieden. Würde ich jetzt mal anfangen. Ja, dann auf ein Gutes. Auf ein Gutes. Gut, oh Gott, oh Gott. Anwesen, was kann ich für dich tun? Erstmal setze ich Eier. Ja. Dann habe ich was Gefährliches für dich. Ein Donnervogel. Gefahr. Ja, die Würfel liegen schon da. Wird eine zufällige Karte ist ausgewählt, die wird abgeworfen. Falls es nicht Donnervogel war, darf ich einen Donnervogel beschwören und eine Karte ziehen. Jo, und wenn nicht, kommt dann einfach ein hoch und dann noch irgendwie Effekte. Aber das kommt jetzt nicht zum Tragen. Ich würde sagen 1 bis 4, ich würfel das aus. Ist immer am most random, ne, die 2. Oh, ein Fury und Juke. Special, dann darf ich eine Karte ziehen. Yes. Danach. Therion-Angriff. Therion-Angriff. Ich nehme eine andere Therion-Karte aus. Angriff von der Hand oder offen auf dem Spielfeld zaubert Fallkartenzone oder an endlos Maschine-Agyro-System von der Hand auf dem Friedhof legen oder vom Spielfeld, wie gesagt. Ja. Darf ich 2 Karten ziehen? Okay, dann zieh mal. Dann würde ich einmal meine Boree aktivieren. Ich wähle mal den Duke. Mhm. Ich darf halt. Therions haben die Eigenschaft, ich darf ein Monster mit derselben Typen oder ein Therion selber wählen. Ja. Das Monster, das was ich in der Hand aktiviert habe, beschwört sich selbst. Ja. Und rührt sich mit dem gewählten Monster im Friedhof aus. Okay. Und er dürfte zum Beispiel 3 Monster wählen. Ah. Und zusätzlich haben wir immer die Therions zweiten Effekt, bis auf er wieder. Mhm. Die geben sie halt weiter. Okay. Was hat denn für ist okay. Und Duke gibt den Effekt weiter, dass solange ich Ausrüstungskarten kontrolliere, kann meine Furion Monster nicht durch Karteneffekt zerstört werden. Ah, okay. Und er selber ist ja auch eine Ausrüstungskarte jetzt gerade, ne? Ja. Okay. Und dann. Jetzt ist die Frage: hat er den Effekt oder hat er den Effekt? Ja. Okay. Ja, genau, sagt er so lange. Er bekommt einen Effekt, als wäre es der selbst Duke. Ah, okay, ja. Ist wahrscheinlich sowieso mega unrelevant, weil jetzt machst du eine 8er Exis. Ich glaube, ich mache mal was Gefährliches. Oh, was, noch was? Ein Großfuß. Großfuß. Ein Bigfoot. Ja, das ist dasselbe wie bei dem Donnervogel. Gut, dass du den nicht. Gerade, ungerade? Jo, eins, ja, okay. Ist eine 1. Eine 1 ist ungerade, oder? Ja. Oh. Ja, Bigfoot wird immer getroffen. Ja, das hat große Füße, ne? Ja, klar. Ist in Lego reingetreten. Ach, Christian. Dann würde ich, glaube ich, einmal den Effekt meiner Boree nutzen. Nämlich eine andere Karte von der Hand oder Friedhof auf dem Friedhof. Von der Hand oder Spielfeld auf dem Friedhof lege. Ja. Darf mir eine Furion Zauber- oder Fernkarte suchen. Dann würde ich, glaube. Ist das Ableben Kosten? Ablegenskosten, ich überlege gerade. Keiner mag dich. Okay, jetzt ist meine Frage. Ich kann ihn als tiefe Karteneffekte wählen? Ja. Dann habe ich hier eine Effektverschleierin, um den Effekt zu annullieren. Okay, dann kommt der Duke weg. Du hast das Monster annulliert hast, weil es durch ihn Effekt ausgerüstet war. Ah, okay. Ja. Das ist interessant. Deswegen lässt sich auf jeden Fall auch sehr. Also die kann ich halt abwerfen in der Main Phase des Gegners und dann kann ich ein Effektmonster wählen, das der Gegner kontrolliert, annulliere bis zum Ende des Spielzugs die Effekte des offenen Monsters, das der Gegner kontrolliert. Damit auch alle wissen, was Effektverschleier werden kann. Das ist ähnlich wie bei Apollosa, die von Lied auch ihre Marken. Ja.
Okay. Dann kannst du jetzt eine 8 Axis machen. Hm. Kriegst du noch böse Sachen? Du machst noch bösere Sachen. Gigantischer Champion Sagas. Yo. Also, erster Effekt ist, ich darf einen halt Axis beschwören, nämlich ein springendes Axis-Monster als Material verwende. Mhm. Und das Material wird wieder transferiert. Das ist ja jetzt egal. Ja. Solange er Material hat, darf ich einmal pro Spielzug eine Springens-Karte oder eine Führungskarte vom Deck auf die Hand nehmen. Dafür muss ich nichts abhängen. Und falls Material von ein oder mehr Monster vom Spielfeld abgehängt wird, außer wenn er Damage hat, darf ich eine Karte auf dem Spielfeld wählen und entweder zerstören oder auf die Hand zurückgeben. Damit muss er auch nichts abhängen. Dann möchte ich den Sucheffekt nutzen. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, ich nehme mal einen Discourse hier. Ui. Bei der Aktivierung darf ich mir ein Fabian-Monster von Deck auf die Hand nehmen. Einmal pro Spielzug, falls mein Monster durch Kampf zerstört werden würde, kann ich stattdessen ein Führung-Karte oder endloses Agiro-System vom Deck auf den Friedhof legen. Mhm. Dies wäre kein aktivierter Effekt. Und falls ein Monster durch Kampf zerstört wird und auf Friedhof gelegt wird, darf ich mir ein Fabian-Monster vom Friedhof auf die Hand nehmen. Ah, okay. Dann möchte ich auch direkt aktivieren und den Sucheffekt nutzen. Ja, ist okay. Dann suche ich mir mal Schnitter Fum. Mhm. Ja, das ist guter Support für das Deck, ne? Ja. Den kannst du, glaube ich, auch mit mehr Materialien machen als nur zwei. Ja, es bringt aber effektiv nicht ganz so viel, da er selbst halt kein Material abhängen müsste. Ja. Das wäre, glaube ich, interessant für Zeus zum Beispiel. Beziehungsweise macht das Fury auch in Triptych spielbar. Ja. Da es halt Vierer gibt. Genau. Dann aktiviere ich meinen Fum für den Duke. Ja. Ach ja, und die Fury-Monster geben halt noch einen Push für Simulatica und Nuatica? Ja, Nuatica. Außer halt der Ungleiche, der macht das nicht. Der will dich ausrüsten. Okay. Abgehoben, hast du das? Ich kann gerne nochmal. Abgehoben ist abgehoben. Wir sind hier mal nicht so abgehoben und heben mal lieber ab. Ja. Und dann gebe ich erstmal ab. Ja, alles klar. Draw. Uff, 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 uff. So, sie sagt das erstmal, wenn eins von der Monstern zerstört werden würde, wird es nicht zerstört, ne? Ne, nicht das erste Mal, sondern einmal pro Spielzug kann ich das machen. Ah, okay. Ich muss. Aber nur durch Kampf. Falls Monster durch Kampf zerstört wird, darf ich meinen Fabian vom Friedhof auf die Hand nehmen. Dann dabei ist es sogar egal, ob das dein Monster war, was zerstört wurde oder meins. Mhm. Ja, dann, was hat er jetzt durch den für einen Effekt durch den Duke? Duke sagt ja, dass solange ich Ausrüstungskarten kontrolliere, können Fabian-Monster, die ich kontrolliere, nicht durch Karteneffekt von dir zerstört werden. Ah, ja. Mhm. Und Schnelleffekt hat er in deiner Runde, dass ich eine Karte auf Fabian-Monster offen in der Zauberfallkartenzone wählen kann und eine Karte von dir oder ein Monster von dir. Ja. Und eine Karte, die du kontrollierst. Und dann auf die Hand zurückgeben. Es muss nicht mal ein Monster sein, sondern nur eine Karte. Ah, okay. Aber es muss halt hier unten gehen. Alles klar. Also das von ihm, das gilt für alle Monster, die du kontrollierst, ne? Fabian. Nur er ist kein Fabian. Alles klar, gut. Leider. Gut, gut, gut. Ich habe 5 Handkarten, das ist richtig. Das heißt, ich gehe in meine Main Phase. Hallo, ist der einen abgeworfen. Genau. Und aktiviere den unterbrochenen Kaiju-Schlummer. Im Grunde ist er wie ein schwarzes Loch. Also er zerstört so viele Monster auf dem Spielfeld wie möglich. Und danach bekommen wir jeweils einen Kaiju aus meinem Deck, also bei den Angriffspositionen, ja, und müssen angreifen, wenn sie können. Und die müssen unterschiedliche Namen haben. Okay. Das darf ich gleich nicht suchen. So, und ich werde jetzt mal eben kurz einen Teufel tun und dir einen Achter geben. Ja, das ist ein Siebener, ne? Oh, er ist ein Siebener? Ja. Also Schnitter und Bull sind beide 7. Okay, das war jetzt vielleicht mein Fehler. Egal. Ist die Beschwörung okay? Ja. Beschwörung annullieren kann ich ja nicht mehr danach.
Aber du kannst auf die Beschwörung reagieren. Tableflip. Zum Beispiel. So, dann lass mich kurz nachdenken. Ich normal beschwöre. Rufgekettete Zwillinge Sarama. Ich erzähle, was sie kann, wenn es relevant wird. Allgemein aber, wenn sie zerstört wird, dann kann ich ein anderes losgekettetes Monster aus meinem Deck spezial beschwören. Aber kein Schnelleffekt, was die hat, ne? Nee. Und außerdem könnte ich eine losgekettete Karte im Friedhof wählen, die setzen und dann eine andere Karte, die ich kontrolliere, zerstören. So. Die Karte sagt allgemein gegen Kampf, also ist egal welcher Name und so, der kann immer durch Kampf. Es ist nur wichtig, dass es mein Monster, was durch Kampf zerstört werden würde. Okay. Bekommt er noch einen Push oder sowas? Die 7 ATK, aber der da in Def ist, hat er bei 2,5. Okay. So, er hat jetzt wie viel? Also er hat 2,5 Verteidigung einfach, ja. Ne? Okay, und kann einmal nicht zerstört werden. Wenn ich theoretisch, ja. Durch Kampf. Okay. Dann gehe ich jetzt mal in die Battle Phase rein. End of Main Phase würde ich gerne den Effekt aktivieren. Ja. Duke und ihn wählen. Und dann machst du zurück ins Deck Mission? Oder was? Oder. Weißt du, das ist ein bisschen blöd? Auf die Hand geben. Auf die Hand geben? Ja. Ja. Okay. No problem. Wir sind ja jetzt immer noch in der Main Phase. Das heißt, ich kann den einfach nochmal spezial beschwören, weil du einen Kaiju hast und ich nicht. Ich hab mir gerade auch gedacht. Ja. Battle Phase. Erstmal möchte ich mit Sarama den Kaiju angreifen, ja, ist der Angriff okay? Dann kriegst du 900 Punkte Schaden und dein Monster triggert, ne? Richtig. Hat er genommen? Hat er jetzt genommen oder nicht? Drück mal drauf. Nee, drück mal auf gleich. Der so, Mann. Dann Effekt Sarama. Moment. Dann Chain, Tide, der Monster, der durch Kampf zerstört wurde. Lass mal kurz gucken. Ah, okay, ja. Also er ist dann Chaining 1 und er ist Chaining 2. Ja, Target ist ja ungleicher. Ja, auf die Hand und dann kommt mein Sarama und es spezial beschwört mein losgekettet Monster. Nicht festgekettet, sondern losgekettet? Richtig. Nice. Ich kann deine Monster ganz normal als Ziel wählen und alles, ne? Für Angriffe, für Effekte. Okay, dann gehe ich mal auf losgekettete Seele des Unheils. Unheil. Und dann würde ich noch mit Jizukiro den Kaiju angreifen. Den Kaiju? Okay, dann würde ich aber den Feld zum Schützen nutzen. Okay, dann bekommst du aber trotzdem 900, nee, 900. Doch, 900 Schaden. Und schon haben wir wieder einen Gleichstand. So geht das, Leute. Alles nach Plan. Was machst du jetzt? Kaiserin. Wieso geht das? Ist sie nicht once per turn? Ne, das war ja der Schutzeffekt, dass mein Monster nicht zerstört wird. Ah, okay. Das sind zwei Effekte. Und dafür musst du dann einen Therion reinlegen, oder was? Therion-Karte oder das endlose Agirosystem. Ah, okay. Ja gut, dann gehe ich mal in die Main Phase 2. Und aktiviere den Effekt von losgekettete Seele des Unheils. Damit kann ich ein gegnerisches Monster als Ziel wählen und damit eine Linkbeschwörung machen mit dem Monster und mit der Seele des Unheils in ein finsternes Linkmonster. Ihn? Den. Oh. Christian, das ist nicht nett von dir. Keiner hat gesagt, dass ich nett sein muss. Haben deine Eltern nicht gesagt, du sollst lieb und nett sein? Nö. Wir waren glücklich, wenn du White bist, ne? Was denn? Wir waren glücklich, wenn du raus bist. Endlich!
So, es ist ihm egal in was, ne? Das ist mit Monster Seelenbeschwörung. Ja, okay. Dann räumen wir ein bisschen auf. Okay. In. Warte, ist das jetzt gerade so schlau? Was braucht jetzt Material? Du hast einen Wasserstufe 7 Aqua genommen. Ja. Ist gar nicht mal so schlau, was ich hier vorhabe. Deswegen gehe ich in die losgekettete Seele der Raserei. Ja. Die kann im Grunde dasselbe wie die Seele des Unheils, bloß als Schnelleffekt in deiner Main Phase. In meiner Main Phase. Okay. Ja, das wär's dann soweit erstmal. Soweit? Du bist dran. Dann zähle ich doch das einmal. Außerdem, wenn sie durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kann ich ein Unheiler Monster im Friedhof wählen, außer sie selber und es meiner Hand hinzufügen. Okay. Dann sind wir unten Main Phase. Dann würde ich einmal den Effekt von Duke aktivieren und meine Lily wählen. Ja. Beschwört sich noch, sieht mit Lily aus. Okay. Der Sucheffekt wird dann weitergegeben. Mhm. Okay, dann Beschwörung fein. Lass mich kurz. Also, was kann er jetzt durch sie? Sie hat ja den Sucheffekt für ihren Zauber und Feinkampf, wenn eine andere Karte auf dem Friedhof gelegt wird, von der Hand oder vom Friedhof. Na, ich muss nicht mal eine andere sein, ich könnte auch sie weglegen. Ah, dieser Effekt wird halt weitergegeben. Okay, ist es ein aktivierter Effekt? Ja. Alles okay. Dann mach gerne weiter. Okay, dann. Ich denke, ich nutze einmal den Effekt zum Suchen. Also das hat jetzt er gemacht, ne? Ja. Gut, dann möchte ich einmal meinen Geister-Oger und Schneehase ankennen. Sagt, wenn der Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld aktiviert wird oder von einer Zauber- und Fallenkarte, die bereits auf dem Spielfeld liegt, dann kann ich die Karte Schneeffekt auf den Friedhof legen oder von der Hand und dann die Karte zerstören. Du willst also meinen Duke zerstören? Yes. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das möchte. Duke wäre weg. Okay. Dann wird er zerstört und ich darf was suchen. Ja. Duke wird ja jetzt zerstört, da ich ja keine Ausrüstungskarten mehr hatte. Genau. Dann nehme ich mal Fury und Cross. Wenn du Monster-Effekt aktivierst, darf ich sie aktivieren, solange ich ein Fury Monster kontrolliere. Mhm. Und eine der Effekte aktivieren. Einmal den Effekt annullieren, wäre der erste. Ja. Oder das Monster verbannen. Okay. Falls ich aber das Endosagiosis im Friedhof habe, darf ich beide nutzen. Ah. Hast du die? Das ist die Zauberkarte, ne? Ne, die hast du noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, hast du recht, ich aktiviere sie sechs Mal. Verdammt, okay. Sie fungiert halt als teures Begräbnis für Furion, Karten. Mhm. Und im Friedhof dürfte ich sie und einen Furion wählen. Das eine wird untersteckt, die andere kommt auf die Hand. Okay. Aber ich darf halt mal einen Effekt nutzen. Man würde jetzt erstmal zum auch wieder auflegen nutzen. Ja. Und der ist noch nicht dran. Bulle ein. Macht der was, wenn er zerstört wird, dann? Der? Warte, wo habe ich meinen Friedhof hingelegt? ja, wenn. Also, wenn er zerstört wird durch Kampf- oder Karteneffekt, dann darf ich mir ein Unterwäldler-Monster einen Friedhof wählen und das meine Hand hinzufügen. Okay. Dann würde ich in die Bettfest übergehen.
Dann möchte ich in der Endphase, am Ende der Mainphase den Effekt von Seele der Reiserei benutzen und den Kaiju wählen, um eine Link-Beschwörung zu machen. Link, okay. In. Oh, es kommt gleich, Was sagt er denn? Ich höre ein Fenster des Linken. So, okay. In die losgehende Seele der Angst. Was macht sie denn? Sie macht dasselbe wie Seele der Raserei, bloß kann sie das nur in meinem Spielzug. Und außerdem, wenn sie durch Kampf oder Kartenfecht zerstört wird, kann ich ein Unterwäldermonster in meinem Friedhof wählen und es in meine Hand hinzufügen. Gut, dann würde ich erstmal in der Mainphase bleiben. Mein Fury Ungleicher aktivieren. Ja. Dafür wähle ich einmal meinen Duke. Meine Schnitter. Und ich denke. Borea. Ich darf halt bis zu 3 Führungen bei ihm wählen. Und er würde sich selbst beschwören und mit allen ausrüsten. Ja. Und ich dürfte ein Agio-System abwerfen, alle Karten zerstören, die du kontrollierst. Würde dich sehr wahrscheinlich sehr freuen. Ja. Und ich bin pro Zerstörung. Und theoretisch könnte er halt, wenn er ein Monster ausrüstet, die Plätze tauschen. Ah, okay. Grob gesagt. Ja. Ist das denn in Ordnung? Das ist okay, ja. Das heißt, bekommt er halt den Schutzeffekt. Ja. Den Bounce-Effekt. Den Sucheffekt. Ja. Und halt für jeden nochmal 700er Push. Okay. Wie viel? 700? Für jeden. Oha. Also. Kriegt er 700 plus 2,1 kriegt er gerade. 2,1 ist bei 3000. 700. Dann setze ich noch eine Karte. Dann würde ich einmal in die Battlefest gehen. Ja. Was sehr ungleich ist, wenn ich den jetzt angreife, das würde ich gerne tun. Den willst du angreifen? Ja. Dann kriegst du 400 Schaden. Ja. Minus 4, 0. Dann aktiviere ich mein Discord-System, da wieder Monster durch Kampf zerstört wurde. Würde ich gerne meine Kaiserin wählen und auf die Hand nehmen. Okay. Okay. Meine Begeisterung, Christian. Elan. Komm, kommt noch. Dann würde ich erstmal abgeben. Alles klar. Draw Phase. Standby Phase. End Phase. So, ich kann ihn jetzt nicht zerstören. Durch Karteneffekte. Ich kann ihn aber wählen. Ja. Und wie ist das mit dem Bouncen? Das kann er als Schnelleffekt machen, oder wie war das? In deiner Runde. In meiner Runde? Ja. Also jetzt gerade kann er das machen, oder ja. Was? Das wäre selbst Schnitterfugen. Ja. Interesting. Was sehr interessant ist, dass die Hardwons bei Turn sind und da sie halt selbst sagen, dass als wäre ist. Ja. Dürfte ich ihn halt auch so nicht zweimal nutzen. Ich benutze den Effekt von meinem unterbrochenen Kaiju schon mal im Grave, um mir einen Kaiju der Hand hinzuzufügen. Ja, das ist böse. Dann, ist das ein Schnelleffekt von ihm? Nein. Dann chain ich den Effekt. Ja. Wähle also von Schnitterfum. Ich wähle Borea und ja. Sie. Okay. Jetzt hat er immer noch eins, 4 Busch. Muss man mal zu nett sein. Man muss also sich einfach gegenseitig respektieren. Mehr muss man gar nicht. Hier muss man Gefahr, Ausrufezeichen, Fürbion, Ausrufezeichen. Gefahr, Lukas. Oh. Ich bin jetzt nicht auf böse Gedanken, Christian. So, dann würde ich den einmal tributieren, um mir meinen Kaiju zu geben. Schildkrötensuppe.
Genau. Dann. Normal beschwöre ich Sarama. Ja. Ja, mir fehlen so ein bisschen die losgekettete Karten tatsächlich, die Varietät, obwohl also losgekettet sind jetzt weg. Genau, so ähnlich. Wenn ich was durch Karteneffekt zerstöre, passiert erstmal nichts, ne? Also du zerstörst deine Monster und triggern die natürlich. Mal gucken. Ich traue mich mal in die Battleface rein. Ja, tust du das? Jo. Und würde mit Sarama einmal den Kaiju angreifen. Auf den Angriff würde ich gerne mal Furion Steh auf aktivieren. Ich will ein Furion Monster im Friedhof. Mhm. Ich darf dieses beschwören, dann darf ich kann ich jetzt mit einem Furion aus der Hand ausrüsten. Oder deinem Friedhof sogar. Mhm. Während der Main-Phase kann ich diese Karte vom Friedhof verbannen und zwei Furions, einen von einem Spielfeld und einen vom Friedhof wählen. Ja. Und das aus dem Friedhof wird an das Monster auf dem Feld ausgerüstet. Ich darf aber nur einen Effekt nutzen. Sprich, ich darf den zweiten Eskal echt nicht nochmal nutzen. Okay. Ist das denn in Ordnung? Kannst du machen. Duke aufs Feld. Und mit einer Alaise rüste ich ihn aus. Was hat der jetzt für einen Effekt? Wieder der 700 Push. Und Alaise gibt halt den Effekt weiter, dass ich eine Karte abwerfen darf. Ja. Eine Fehlmonsterkarte in meiner Zauberwaffenfreigartenzone wählen. Mhm. Und es dann beschwören. Ah, okay. Aber es ist ganz schnell Effekt. Mhm. Gut, dann würde ich einfach ein. Ja, ich renne nochmal in den Kaiju rein für 700 Schaden. Christian steht auf Schmerzen. Das wird später losgekettet. Jo. Effekt Sarama zum Specialen. Ich möchte das gerne aktivieren, annullieren und verbannen. Kann er nicht nur auf dem. Ich habe das verstanden, dass er das nur auf dem Feld kann. Der Monster-Effekt aktiviert ist. Wenn dein Gegner ein Monster aktiviert, solange du ein Tiermonster kontrollierst, was du tust. Ja. Du kannst ein Saphir. Jo, das geht. Na, ich halte das Agro-System im Friedhof, darf ich beides nutzen. Jo. Annulliere ich und verbanne ich dein Monster. Alles klar. Da jetzt ein Monster zerstört wurde, möchte ich aus meiner Hand spezial beschwören. Scheuße hier. Ne, warte. Doch, das geht. Schosse die losgekette Seele. Ja. Der Special sich aus der Hand. Wenn eine, falls eine oder mehr Karten, die ich kontrolliere, durch Kampf oder ein Kartenpack zerstört werden, dann kann ich diese Karte von der Hand specialen. Und falls sie gespecialt wird, kann ich eine Karte abwerfen und dann eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Und wenn der in der Endphase im Friedhof liegt, weil er in diesem Spielzug zerstört wurde, kann ich ihn spezial beschwören. Aber er kann nur einen von seinen Effekten pro Spielzug aktivieren. Ich aktiviere seinen, ich kann ihn zerstören ganz normal, ne? Oder? Wenn ich Ausrüstungskarten habe, schützt er sich ja selbst. Du darfst aber die Ausrüstungskarte selbst noch zerstören. Ah, okay. Weil er wird nicht geschützt. Ja. Ich kann ihn durch Kampf zerstören? Ja. Und er schützt sich halt nur durch Zerstörung durch Karteneffekt. Ah, okay. Und halt nur die Furion-Monster. Ja, genau. Ich aktiviere auf jeden Fall den Effekt und bezahle meine Kosten. Ja. Ich kann, jetzt muss ich mal eben kurz nachdenken. Ich könnte die zerstören? Machst du, was denn jetzt zerstört wird? Nee, ne? Nein. Und die geht nur 700 Push jetzt gerade. Ja, und ich griff in meiner Runde, wenn sie noch liegt, dann noch aber wieder sie beschwören oder eine andere Karte, die ich gerade abwerfe. Dann hätte ich dann wieder meine 2-8 aufs Feld. Okay, dann würde ich deinen Diskollision zerstören. Und da wir ja noch in der Battle Phase sind. Würde ich mit dem 3000er, der hat ja jetzt gerade 2,8, ne? Ja. Würde ich den 2,8er angreifen für 200 Schaden. Okay. So. Schwere Geburt. Ich denke, du wirst dich davon erholen, aber ich gebe jetzt erstmal ab. Dann ziehe ich keine Karte. Wenn du siehst, was ich gezogen habe, bist du traurig. Mal schauen. Aktiviere ich mein Kyro-System. Mhm. Ich werde meinen Ungleicher. Mhm. Eine geht auf die Hand, die andere unter das Deck. Ja.
Dann habe ich gerade eine lustige Karte gekriegt, ne? Mhm. Wie viele habe ich denn noch im Friedhof? Das reicht ja noch locker. Ich aktiviere mal meinen Ungleicher. Ich werde meine Alaysia, meinen Duke und meinen Schnitter. Joa. Der rüstet halt mit allen aus und beschwert sich selbst. Okay. Wenn ich zerstört wird in der Endphase, kommt sie zurück, ne? Richtig. Sprich, ich muss sie bis dahin wegkriegen. Okay, dann. Ja. Das geht ja noch locker. Lilly? Mhm. Ich wähle mal einen Bull. Jo. Dann. Will ich den mal nutzen? Wenn die zerstört wurde? Wenn er zerstört wird. Kommt sie wieder. Nur wenn er zerstört wird. Ja. Das verstehe ich so richtig. Okay, dann nehme ich nur einen Effekt von Lilly zum Suchen. Und ich halt den dann gerade weglege. Dann nehme ich doch mal wieder Cross. Netterweise einen Achter dagelassen hast. Meine. Den musste ich nehmen. Tränenstrauß der Rika-Königin. Jo. Ich darf im Material abhängen, eine Monster auf dem Spielfeld wählen und es hat das Tribut anbieten. Ja. Das zerstört schon mal nicht. Das ist ein Schnelleffekt, falls es ein Pflanzenmonster als Material hat. Borea ist eine Pflanze. Ja. Deswegen liebe ich dieses Monster in diesem Deck. Mhm. Und falls ein Monster Tribut angeboten wird, bekommt ihr einen 200er Push bis zum Ende des Spielzugs. Okay. Dann kann ich schon mal die Karte setzen. Dann nutze ich ja mal ihren Effekt. Mhm. Ich möchte sie gerne wählen und tributieren. Jo. Dann kriegt sie halt wieder einen Push für 200. Dann gehe ich in die Battle Phase. Jo. Mit 3000. Ja, nehme ich. Und nochmal mit 3700. Jo, dann ist das Game. Grüß dich, Pflanzenfan. Du warst ja ewig nicht hier. Oder fühlt sich das nur so an? Reine Illusion, Christian. Ich weiß nicht, wo die rausnehmen soll. Kenn ich. Komm. Ich vermisse die alten Zeiten am Anfang. Mit den ersten Wänden, das mit dem Deck. Wir nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und das Deck ist ja jetzt immer noch mega stark. Jetzt fehlt das eine Bossmonster. Ich verstehe auch gar nicht, warum es so auf Null ist. Ist jetzt auch gar nicht stärker geworden mit Sargass oder so.
ist nicht stärker geworden, glaube ich, mehr konstanter. Ich möchte anfangen. Ja, Anfänger. Auf ein gutes Zweites. Auf ein gutes Zweites. Aha, das ist interessant. Ich werde versuchen, damit zu arbeiten. Meine Main Phase beginne ich mit der Karte Gefängnis der Scheußlichkeit. Sagt, ich kann mir eine Lustkarte vom Deck dann hinzufügen. Also ein Gefängnisausbruch. So ähnlich. Die Flucht der Losgeketteten. Nett, Christian. Was? Mit der Klopfetakt. Und dann setze ich eine mysteriöse Karte verdeckt und aktiviere den Effekt von Arua in meiner Hand. Das heißt, ich kann eine Karte, die ich kontrolliere, zerstören und dann sie spezial beschwören. Bin dann für den Rest des Spielzugs auf Unterwäldler gelockt. Ja. Zerstöre dann halt die Falle. Die Falle Flucht der Losgeketteten aktiviert sich im Grave. Wenn sie geschossen wird, dann darf ich mir ein Losgekettet-Monster vom Deck spezial beschwören. Okay. Losgekettet damals mit Artefakten gespielt. Oha. Und dann zeigt er gerade so Karten, so Floodgates und dann einfach reingezahlt, weil er geht dann meistens alles rausgenommen hat, was zerstört. Und dann so Kräfte oben nachkamen. Sarama. So, Sarama kommt jetzt zum Tragen. Damit kann ich eine Losgekettet-Karte im Friedhof wählen, die auf meine Spielseite setzen und dann anschließend eine Karte, die ich kontrolliere, zerstören. Den Effekt würde ich gerne aktivieren und meine Flucht der Losgeketteten wählen. Ja. Die setze ich mir und zerstöre dann Aruha. Was macht Flucht der Losgeketteten bei der Aktivierung? Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Effekt Aruha und der specialt mir ein losgekettet Monster aus dem Deck. Rakea. Rakea kann als Schnelleffekt eine Karte zerstören, die ich kontrolliere. Flucht der Losgeketteten sagt, ich kann ein Losgekettet-Monster, was ich kontrolliere, wählen und eine Karte auf dem Spielfeld und dann zerstöre ich beide. Das ist nicht nett. Musst du trotzdem mitarbeiten. Dann setze ich eine Karte verdeckt und du bist dran. Dann ziehe ich eine Karte. Dann Standby und die Mainphase. Ja. Die zerstört und Schnelleffekt was. Genau. Komm, Dagula no more. Deine Monster werden bis zum Ende des Spielzugs negiert. Dafür bekommst du diese Runde keinen Schaden und du darfst damit nicht auf die Aktivierung nicht mit Monstereffekten reagieren. Nicht direkt, ne? Nein. Ja, ist okay. Ja. Set 1. Jetzt kommen die Kaiju. Ach, Kaiju, Dangers. Ein Mottenmann. Der Mottenmann. 1 bis 4. Die 1. Ah, dann aktiviere ich den Mottenmann im Friedhof. Beide ziehen eine Karte und werfen danach eine ab. Okay. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Weg mit 1 Aua. Mit 2. Ich meine Lili, ich wähle meine Kaiserin. Schwört sie und rüste sie mit Kaiserin aus. Ja. Möchtest du auch Beschwörung was machen? Nee. Okay. Dann möchte ich einmal den Effekt von Lili nutzen. Zum Suchen. Zum Suchen von der Therion-Karte, ne? Zauberfalle. Von der Zauberfalle. Ist okay. Okay. Dann nehme ich doch mal die darf ich gar nicht nehmen. Ach Gott. Dann nehme ich doch ein Discolosseum. Ich möchte zwar auch der Kaktivin und den Sucheffekt nutzen. Da habe ich allerdings was gegen. Also auf die Aktivierung möchte ich direkt reagieren, nämlich mit Flucht der Losgeketteten. Ich würde dann einmal meine Sarama wählen und dein Discolosseum und will beide zerstören. Ja.
Dann Effekt Sarama, darf einer aus dem Deck specialen. Aruha. Der macht meine Runde jetzt nichts mehr, ne? Nee. Okay. Champion. Beschwörung in Ordnung? Beschwörung ist okay. Dann will ich meine Suche wegmetzen. Ist okay. Ich glaube, ich nehme auch sofort mal. Die machen beide auf Zerstörung beschwören, die was, ne? Richtig. Gibt er einen Zugabe. Sagst du blöd, nicht unmöglich. Ich glaube, dass eine gute Wahl sein könnte. Ich wähle meine Kaiserin. Möchte ich nochmal Link machen? Er möchte Link machen. Das Problem ist, dass dein Monster, deine Karten alle triggern, wenn sie zerstört werden. Richtig. Christian, das ist nicht nett von dir, das ist dir schon klar, ne? Ich gebe erstmal ab. Alles klar. Du beschwörst noch mehr nerviges Zeug. Okay. Draw Phase, Standby Phase und Main Phase. Der hat jetzt welchen Effekt durch den da unten? Nur meine Runde darf ich eine Karte abwerfen und eine Furion Monster Karte in meiner Zauberfreigartenzone wählen und beschwören. Nur in deinem Spielzug, ne? Ja. Okay. Dann würde ich einmal mystischer Raumtaifun auf die verdeckte. Verdeckte? Jo. Okay. Hast du irgendwelche Effekte im Grave? Sehe ich. Das war ja mit dem Ausrüsten aus dem Grave. Aber da ich jetzt momentan nichts im Grave habe, macht sie nichts. Ah, okay. Der hat jetzt gerade wie viel? 2,8. 2,8. Das ist mir ein bisschen zu viel. Du hattest ja sie zerstört, dann wird sie über 2,1. Ja, stimmt. Wenn ich den annulliere, dann geht der unten weg, ne? Ja. Okay. Dann mache ich darauf erstmal einen Kaiju. Daneben hast du gesagt. So, dann mache ich Impermanence auf ihn, um den Effekt zu annullieren. Ja. Dann setze ich eine Karte verdeckt. Aktiviere Rakea, um die zu zerstören. Ja. Effekt zum Specialen. Ja. So, dann Effekt und wähle den, um eine Linkbeschwörung zu machen. Okay. In Raserei, warte mal. Nicht in Raserei. Hast du ein Dark Monster? Was ist ein Dark Monster? Also gehe ich in Dark. Effekt Dark, um in deinem Grave den Mockenmann zu wählen. Du darfst dich auch nicht beschweren. Du bist hier schon auf Unterwäldler gelöckt. Okay, alles klar. Steht ja so, der erste Effekt, schnell Effekt. Ist
Okay, dann gehe ich auf Rage. Ja. Leg 3. Nee, los geht es, Seele der Angst. Ja. Battleface. Ja. Der greift den an für 200 Schaden. Und der andere auch noch direkt? Ja, genau. 1.700, das ist schon mal. Ding. So. Anschließend mache ich eine. Mach ich gar nichts. Wieso leg ich denn da an, Christian? Mensch, du sagst auch nichts. Okay, Endphase. Boah, wie lange haben wir noch? Wir haben noch 18 Sekunden. Perfekt. Die 3. Mhm. Dann Battleface. Dann gehe ich mit 3700 auf ihn. Jetzt muss ich eben kurz gucken, ob ich was machen kann. Du kannst eine Karte wählen, die du kontrollierst, zerstöre sie. Also ich aktiviere den Effekt von Rakea und würde sie tatsächlich selber zerstören. Also du kannst eine Karte wählen, die du kontrollierst, zerstöre sie. Tatsächlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialschwung beschwören, außer Unterweltler-Monstern. Also ich würde sie selber zerstören. Mhm. Und dann ihren Effekt benutzen. Dann was beschwören, ne? Falls diese Karte durch Karteneffekt, außer von ihm selber, nee, ich darf den Effekt gar nicht aktivieren. Kannst aber einen Replay machen. Okay, dann mit 3700 auf ihn. Das wären 1,3, ne? Schaden, die ich bekomme. Oder? Hab ich? Aber anders kann ich nichts machen. Weil die hätte ich noch Madfest machen müssen. Jo, also bekomme ich 1,3 Schaden. Jo, kannst du noch irgendwie Schaden drücken? Na, wie gesagt, das wäre ja Manfest gewesen. Ja, und das sind okay. Keine Schnelleffekte? Nein. Ja, okay, dann haben wir einen Unentschieden. Ja. Ja, schönes Spiel. Danke gleichfalls. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Falls auch immer so hammermäßigen Spaß haben wollt, dann macht doch mit und holt euch Tickets auf trailer-online.de. Für einen Zehner könnt ihr bei den Locals teilnehmen. Wartet aber dabei, wenn ihr bei den Casuals mitmacht, dass es gibt eine separate Bandlist. Ja, wir sagen dann erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Reingehauen.